Also jetzt nicht losfahren, ne? Nee, nee. Okay, jetzt könnt ihr losfahren. Haben eigentlich die Reifen umsonst aufgewärmt, die sind bei mir wieder bei 58 Grad. Ich werde versuchen, Dennis dann gleich einzugreifen und so. Ich denke, wenn schon, denn schon, oder? Dann ist doch jetzt schon ein Tor gekriegt, ne? Dann können wir jetzt eigentlich schon in der Box rein, oder? Ich fahre jetzt auch noch extra versetzt, nicht, dass da wieder was in Monza passiert, ey. Oder wie in Monza. Diesmal bin ich hinter dir. In Monza warst du es auch. Smith, bleib auf der Strecke beim Reifen aufwärmen. Übernimmt er ja die Führung. Ja. Ich muss hier lupfen, meine Reifen sind noch kalt. Habe ich jetzt nicht mit dir da gerechnet. Was über den Spiegel? Überholt man auch nicht. Wo willst du sonst überholen? Oder? Ja, hier, wo wir gerade waren, oder hier, die nächste Kurve. Also, ja. Das war kein Überholen, das war reinhalten, auch nicht gut.
Ach, fuck. War das nicht gut? Jetzt sind wir beide vorne. Safety Car. Reinfahren oder rausfahren? Ich fahr rein. Safety Car. Gesagt, dass Safety Car kommt, ey. Und ich habe gesagt, dass Drasel der Erste wird. Zorn fährt weiter. Boah, Alter. Dafür kannst du R schreiben, wegen Unsafe Release. Habe ich ja auch bekommen. Nase kaputt, oder? Was dann passiert überhaupt? Ich hätte eigentlich warten müssen, aber es ist kein Ärger gekommen, also. Kam bei mir ja auch nicht. Aber Dennis krieg ich sowieso wieder. Erstmal Sprit sparen, damit ich etwas mehr auf Programm 3 fahren kann. Ich glaube, das sind nicht die einzigen Fights. Naja, wir fahren auf Soft 42.0 bis 3, ne? Ah ja, und ich will blocken, was ich kann. Aber eben, wenn ich eine Sekunde langsamer bin, geht's halt nicht mehr, ne? Also halt wie in Budapest mit Dennis und Lemur. Bei 15 Runden, die hinter mir halten können, obwohl die schneller waren. Ringheim auf 6. Welcher Plan? Ach, ich bin Dritter. Also den Holling, den kann ich wohl auch früh kriegen. Aber der Zorn, das ist auch so ein hartnäckiger Verteidiger. Ich glaube, ich habe Lee hinten links die Achse beschädigt. Ich halte auch Fuß immer auf der Bremse, ey. Jetzt habe ich wieder einen Platz verloren wegen dem Boxenstopp, ey. Weil den Dennis hole ich mir. Wann hat er gerade erst angefangen? Ja. Sind ja 6 Runden, ne?
Toll, ich habe jetzt auch ein Problem mit dem Pedal. Wie lange noch? Egal, mehr Sprit gespart. Okay, draußen bitte abstellen. Ich halt gleich Motorbahn 2. Damit ich dann das überholen kann, schneller. Ich muss erstmal das mit meinen Pedalen erstmal wieder hinkriegen. Ich weiß nicht wie. Scheiße, Mann. Aber mir wird immer die Bremse ganz leicht gedrückt, obwohl ich die gar nicht anrühre. Ich muss mal dem Kabel für die Bremse mal. So. Jetzt geht's. Jetzt einmal Vollblockade. Okay. Das Problem ist gelöst. Puh, Glück gehabt. Du musst allmählich auch langsam losgehen, ey. Du musst wissen, wann ich die Reifen auf Temperatur bringe. Boah, der hat doch gesagt, auf dem Server bleiben. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr hier auf alles. Weil der baut Scheiß auf dem Server, der wird frech. Naja. Ja, gleich noch 44 Runden. 45. Oh mein Gott. Nee, nicht wirklich, ne? Oh. Ich will noch länger warten. Ich kann fast schon wieder Reifen wechseln. Ich habe nur 96 Grad. Ich versuche die jetzt gar nicht richtig aufzuwärmen. Mach ich dann in der letzten Runde. Also wenn dann das Safety Car rein will. Safety Car kommt Ende dieser Runde rein. Ja, siehst du. Okay, dann hat er nur Runde rein. Und eine Durchfahrtsstrafe für Steven Goodman. Bitte erst dann reinfahren, wenn die Strafe ausgesprochen ist. Also erst, wenn das im Server eingestellt ist. Danke. Wie lange die Dinger halten. Also ich kann es damit jagen können. Ich konnte damit 18 Runden fahren. Der andere noch auf Medium, Holling und Ding. Ja. Ja, super, so. Verwarnung für Steven Goodman. Bitte Abstand halten im Safety Car, sonst kriegst du. Jetzt kriegst du. So, jetzt muss Zorn auch noch Geschwindigkeit bestimmen. Beide sind auf Soft übrigens. Also. Erst wieder überholen und platzieren, oder? Oh.
Der will doch hier nicht angreifen, ey. Boah, wie früh der bremst. Die überhitzen gar nicht die Reifen. Nö, nee, stimmt. Ey, bist du dämlich? Der versucht sich da innen vorbei zu quetschen. Sieh es ein, du bist zu langsam. Ja. Ey, ich fahr schon die Linie entlang und er will da auch noch mal durch. Also mal ehrlich. Und jetzt auch noch ein R schreiben. Da zurückstecken, ey.
Verwarnung für Alexander Hess aufgrund von mehrfachen Cuttings. Was? Wo hab ich gecuttet? Was ist los bei denn? Ja, ich musste gerade cutten, weil Dennis uns nicht rausgeschoben hätte. Bleib cool, fahr weiter. Jetzt hab ich mich weggedreht. Reg mich jetzt so auf, ne? Ja, ich habe mich auch darüber aufgeregt. In Korea, keine Sorge. Und wir fahren jetzt alle 42 Einzelteilen. Ich glaube, das gesamte Fahrerfeld ist schon auf Soft, oder? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, die Strecke wird auch nicht wärmer als 29 Grad. Einundvierzig neun.
Ich habe gerade eine halbe Sekunde verloren, weil ich mich in der letzten Kurve verbremst habe. Der Abstand war 2,5 Sekunden auf Dennis. Fährst du Programm 2? Ja. Und ich habe Dennis dann da. Und die erste Überrundung steht an. Boah, das hat er gut gelöst. Super. Danke. So Zehntel für Zehntel holt er auf. Wurde jetzt gerade. Der hat voll geleckt, ich hab ihn gar nicht gesehen. Einen kurzen Leck hatte ich auch bei Hollmann. Ja, 200. Ja, Goodman. Mann, ich komm nicht hinterher. So ein Scheiße. Aber bei mir, als ich den überrundet hatte, hatte er 97. Der Dreh hat mein Rennen zerstört. Ja, nicht aufgeben, weiter, komm. Ich bin jetzt auch gerade etwas mehr am Rutschen. Dumm auf Dennis mit den Karten. Ne?
keinen Bock auf das Rennen, ganz ehrlich. Hatte ich auch nicht. Vielleicht dreht er sich ja auch noch mal. Der ist jetzt eine Sekunde hinter mir. Der Dreh hat mir 5 Sekunden gekostet und genau das sind die Sekunden, die ich jetzt hinter euch bin. Ah, fuck. Los. Ah, ich hab... Der Smith war da, den mussten wir überrunden. Ich hab mich am Schild versehen. Und statt bei 100 habe ich bei 150 gebremst. Ich hab die Schikane gecuttet. Ich muss den ja durchlassen. Jetzt ist er direkt vor mir.
Ja, da kommt besser raus aus der Haarnadel. Ich glaube, seine Hinterreifen sind auch schon langsam hinüber. Der ist jetzt drin. Jetzt auch rein. Dito. Ich habe auch 40% noch vorne links. Von links habe ich noch 59. Von rechts 48. Alter, fast weggedreht, ey.
Die ist direkt vor mir rausgekommen, ey. Fast diese Alonso-Situation gehabt. Na, ich glaube, ich kann ihn jetzt nicht mehr halten. Ach Mama, ich kann doch nicht.
Naja, ich kann ihn jetzt auch nicht halten. 1,6 Sekunden der Abstand schon. Gerade seine Zeit 1,40,0, meine 1,40,6. Oder nicht mal an dich, Ronne. Muss mal gucken, wo Bingenheimer ist. Der ist siebter. Warum bist du nur so schnell? Ich weiß es nicht. Ich hab keinen Bock auf das Rennen. Ja, 15 oder 18 Punkte sind besser als gar nichts, also. Ich hab gar keinen Bock auf diese Strecke, aber. Langsam kann ich mir aber auch den Rennkegel abschicken, wenn es so weitergeht. Ist ja noch so viele Rennen zu fahren. Der kann auch mal patzen. Vielleicht dreht er sich gleich noch, vielleicht haut er sich weg. Wir haben wenn es aber so zu Ende geht, hat er 10 Punkte Vorsprung wieder. Wir haben noch 25 Runden. Und? Kann noch so viel passieren. Vielleicht kommt ja noch ein Safety Car. Das war gerade ein Cut von mir. Lautern hat 25 Runden, habe ich noch Sprit.
84 Liter noch. Jetzt so viel Zeit, ey. Das kotzt mich an. Dann. Durchfahrtsstrafe für Dennis Schröder wegen Überfahren der Boxenlinie. Bitte erst reinfahren, wenn die Strafe ausgesprochen ist. Der Vorfall von Dennis Schröder wird nach dem Rennen untersucht, also keine Durchfahrtsstrafe. Keine Durchfahrtsstrafe. Ach, Scheiße. Zwei Cuts. In nur einem Sektor, ey. Oder in einer halben Runde eigentlich. Nein! Nee, das Auto ist okay. Ich hab nur einen leichten Schaden hinten, das Auto fährt sich aber noch. Oh, oh, Licht.
schon dämlich, aus zwei Ligen rausgeschmissen zu werden. Und das sind zudem nicht zu fahren und zweitens einfach nur dumm, was du jetzt machst. Und das ja nicht mal in einem halben Jahr. Oder Vierteljahr. Boah, Mann, Alter, bleib auf der Strecke. Weißt du eigentlich, wie man mit Sony Vegas etwas wegretuschiert? Ja. Nicht, dass das zu sehen wird, sein wird. Ja, du kannst doch einfach Bilder anklicken. Also ein schwarzes Bild. Stimmt. Und Dennis ist mal dran. Ja, ich hab's auch aufgegeben, also ab und zu kam ich vielleicht für eine halbe Sekunde ran wegen Überrundung, aber der zieht mir halt im dritten Sektor davon. Diese schnelle Dreifach rechts und im Hotel komme ich wohl an ihn ran. Die anderen zwei Kurven. Alter, bleib doch von dem Curb weg, Junge. Mann, ich schmeiß das gleich noch weg. Und wieder fahre ich drüber. Und diesen Typ nicht dran. Ich frage mich jetzt gerade, welcher Heinz wieder dieses Schild weggefahren hatte. Also meinen zweiten Platz zurückkriegen würde ich auch noch mal gerne. Da war doch Dennis auf. Ja. Navi die Tür?
Schnapp in dir, Tiger, genau. Ich überlege gerade, ob es sich lohnt, jetzt die letzten 15 Runden nochmal reinzufahren, die Soft nochmal zu holen. Der Abstand jetzt bleibt irgendwie auch zwischen, also genau 3 Sekunden eigentlich zwischen uns. Oh Mann! Nee, nix zum Glück. Habt ihr nur den Curb zu hart erwischt, zu viel aufs Gas und. Meine Fresse, ey. Was ist jetzt mit mir los? Ein Fehler nach dem anderen. Ich habe 20 Sekunden auf Fernandes. Theoretisch kann ich vor ihm bleiben. Ich weiß noch nicht, ob ich dann meinen Schaden da beheben soll. Weil das kostet 5 Sekunden extra ungefähr. Scheiß euch, fahr rein. Ich komme vor Fernandes raus, super. Es geht jetzt auch an die Box. Soll ich draußen bleiben oder drum soll ich reinfahren? Naja, schaffst du es denn bis zum Ende mit den Reifen?
Denn Fakt ist, schlechter als Dritter kannst du nicht werden. Um 14 reicht sich das Ja. Was? Das Kira ist. Oh oh. Na, Safety Car. So eine große Ausluftzone. Wo steht er denn? Hotel. Nee, das gibt keinen Safety Car. Achtung, ein Auto steht in der Auslaufzone vor dem Hotel. Bitte da vorsichtig sein, danke. Weil du in der Box erzählst. Neuneinhalb Sekunden der Abstand, 9. Hab etwas aufholen können, aber... Ach fuck! Wieder Cut.
36% hinten links, hinten rechts. 11 Sekunden Abstand, der gewinnt gar nichts. Leider. Ich hab 10 Sekunden Abstand so. Keep pushing. Holling, bitte abstellen. Der Abstand wieder 10 Sekunden. Komm nicht ran. Alexander Hess, bitte die Strecke einhalten. Bitte. Ja, auf College schon 11 Sekunden. 7,2 Sekunden Abstand. Oh, jetzt habe ich wieder gecuttet. Na, ich habe so das Gefühl, dass du heute der Beobachtete bist.
Denke ich mir auch. Auf dich habe ich jetzt knapp 18 noch. Ich glaube nicht, dass es noch reicht. Also ich verliere auf Dennis, gewinne aber nichts auf dich. Komisch irgendwie. Aber ich kann mir auch selber den Vorwurf machen, ich habe den zweiten Platz selber weggeschmissen. Hätte ich mich nicht gerechnet, ich hätte 10 Sekunden Abstand. Das stimmt auch wieder. Was war das jetzt für eine Rundenzeit von Dennis? 38,9. Ach du Sack, ey. Nicht mal eine schnellste Runde gönnt er einem. Ich glaube, das reicht nicht mehr. 3,4 Sekunden Abstand. Du hast es versucht. Meiner Meinung nach kommt da wieder ein zweiter Platz für dich raus. 7 Punkte verlierst du, aber... Also bevor deine Reifen da irgendwie komplett absaufen, kannst du ja auch dann theoretisch auch nochmal in die Box fahren. Na, ich habe 28 Sekunden Vorsprung auf... Warte. Auf Fernandes. Push wie ein Wahnsinniger, komm aber nicht über eine 39,4 hinaus. Und der haut da 38er raus, also... Ich glaube, man muss das klipp und klar sagen, der Typ war einfach heute nicht zu stoppen. Hätte ich mich nicht gerechnet, ich hätte 6,2 Sekunden Abstand, dann hätte ich es vielleicht aufgehen können. Ja, kam es ja auch näher, als ich mich mit ihm da gekämpft habe, ne? Leider war der Kampf halt eben zu kurz.
Sonst hätte es ja noch auch noch mal mit rankommen können. Eine Sekunde Abstand, na, das reicht nicht. Ich glaube, dich kriegen kann ich auch nicht mehr. 14 Sekunden. Scheiße, meine Flasche ist leer, ey. Krieg ich nicht mehr. Wie, was jetzt? Also, Call it, ist an mir vorbei. Sag ja, du hast ja versucht. Hinten rechts wird aber knapp. Hinten rechts 10%, ey. Boah. Naja, sind ja noch 3 Runden. Ich glaube nicht, dass das langt. Geht schon. Also laut Floppys Setup-Hilfe im Forum hat er gesagt, irgendwie bei 0% oder so explodiert er die, also verliert komplett Luft. Fährt so mit dem Plattfuß rum. Und hinten ist es ja extrem schlimm. Alter, ich habe nur 13 Liter. Ich bin mal zwischen 0 und 10 soll der platzen. Also, aber auf anderer Seite hat er auch gemeint, dass er eine Bell Noob platzt. Fahrfehler gehabt. Leichtes Driften. Scheiße, ich habe nur noch 12 Liter, ey, für 2 Runden.
Obwohl, theoretisch reicht das. Ja, das ist eigentlich Quali-Run dann. Also Fernandes 37 Sekunden hinter mir. Eigentlich brauche ich 8 Liter, beziehungsweise 3,4. Gut, 3,5 macht 7 Liter. One lap to go. Echt? Oh. Naja, 9 Sekunden kriege ich auch nicht mehr hin. Zudem bin ich selber am Rutschen. 4% habe ich unten rechts. Ja, bevor ich dann mit meinem Team Radio mache, wollte ich mich bei dir bedanken für das Setup. Hätte das vielleicht sogar selber nehmen sollen. Hast du denn meins genommen? Ja, ich habe mir noch mein eigenes gebastelt. Ich habe ja das, so eine Mischung zwischen deinem und meinem. Mhm. Ja, habe ich auch. Also du hast ja gesagt, dass du nur das, die Torsionsstange von mir übernommen hast. Die habe ich ja mit in meinen genommen. Beziehungsweise in deins. Wenn nicht dieser Dreher da in der ersten Kurve, hätte ich sogar Zweiter sein können. Egal, gutes Ergebnis für Force India 2. Definitiv. Ja. Gut, im Nachhinein kann man sagen, ich habe mich extra gedreht, damit es nicht nach Teamorde aussieht. Aber eins kann man sagen, den Reifen, beim nächsten Mal. Werde ich das nicht überwachen. Ich sag jetzt, wird jetzt mal reifen, okay? Vorne rechts 6%. Vorne links 28, das geht ja noch. Hinten links 11% und hinten rechts 2%. Shit. Oh. Kurz mein Team Radio. The 8th round of the season and finally my target, my main goal is achieved. Third position, my first podium of the season after the world champion left the league, but it was his decision. I mean, oh boy, that one spin in I don't know which lap in first corner, I was so lucky not to lose the rear wing or the rear tire. It was so stupid. It was so stupid. I mean, it could have been my second, could have been P2, so, well, I mean, a great result for Forsenia, though. 33 points for the Constructors' Championship, and my best result in the season, third place, so 50 points for me. So I think I can be happy with it. It was a quite amazing race. I mean, I was so amazed that I was able to lead the race for a couple of laps, and that was really great. Having so herzlichen Glückwunsch an Dennis. Having great fights with Collett, who's the winner of the Grand Prix, and well, I think we have to admit that he was by far the most fastest guy here, and yet again he deserves the win. I mean, I tried to hold him back as long as I could, but I was not able to. But I didn't expect to be on third position, even though it was my main goal. And my teammates got it done to finish second. I think the puncture right now
Just 2% of the tire. Müssen wir auch noch mal üben, ne? So, well, it was a great race. I think I can continue with this on this way. So, thanks for watching and keep the fingers crossed for me for the next race in Austin. Kannst du nicht mehr fahren, ne? Hast jetzt einen Plattfuß, ne? Also Dritter, ich muss jetzt, glaube ich, rechts sein, ne? Also rechts von Dennis. Hey, links. Ah, okay. Oh, zum ersten Mal. So, ich schreibe nochmal ein I. Just for fun. Hast du jetzt echt einen Platten? Ja. Microphone muted. Sound muted. Microphone activated. Sound resumed. Sound muted. Puh. Können wir abstellen oder?